Erst das Bombardement, dann Massen von Infanterie. Aber unsere Bunker werden uns beschützen. Wir haben 3 Verteidigungslinien, jeweils 5 Kilometer voneinander entfernt. Religiöse Seelen stellen sich die Hölle als flammendes Inferno mit glühender Kohle und extremer Hitze vor. Die Soldaten, die im Schnee an der Ostfront kämpfen, wissen es besser. Am Horizont ist wieder ein russisches Flugzeug aufgetaucht. Wir haben sofort das Feuer eröffnet, aber es hatte offenbar genug gesehen und drehte ab.